Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76 hier in dieser wirklich stimmungsreichen Umgebung ohne Sound. Und heute werden wir niemanden... Liegt ein Faultier? Nee. Heute werden wir niemanden kommen hören, was heißt, dass wir auf jeden Fall sterben werden. Also wir haben jetzt nur Nachteile, weil wir einfach nicht wissen, ob da irgendwer in der Nähe ist. Ist geil, ne? Voll bis Platz 1 hier. Guck mal. Stufe 17. Der PvP-Gott. Alles klar, Junge. Also, wenn ich da kurz vorbeigehe, ist er weg. Aber das lohnt sich nicht. So ein Stufe 17er. Der gibt mir 20 Kronkorken und das war's. Nee. Dass das Hinlaufen ist schon mehr Zeit wert, als ihn zu töten. Vielleicht kommt er ja in unsere Nähe. Dann schieße ich ihn weg. Auch wenn es natürlich ein bisschen billig ist, einen Level 17er Platz zu machen, aber hier geht es ums Überleben. Wenn ihr in einer Überlebenssituation seid und ihr seid... Wo bin ich? Auf welchem Level bin ich? Und ihr seid Level... Nee, warte. So. Und ihr seid 55 Jahre alt und ihr seht da jemanden, der ist 17 Jahre alt und hat ein Messer in der Hand. Und will euch umbringen. Da sagt ihr auch nicht, ah, lohnt sich nicht. Der macht schon nichts. Nee. Ich nehme das verdammt ernst hier. Wem mir zu nahe kommt, der hat halt Pech. Habe ich da gerade Seife gesehen irgendwo? Oh, ein Tresor. Stimmt, wir müssen noch diesen komischen Kryolator aus dem Turm bergen, ne? Ah. Bauplan, Dönermesser. Wir können jetzt unseren eingehenden Dönermesser herstellen. Ist das nicht toll? Vielleicht kriegen wir dann keinen mehr geschenkt. Wer weiß. Alter. Der legt's drauf an, Freunde. Der legt's einfach drauf an. Ich muss dahin, tut mir leid. Wenn wir uns da unterwegs treffen, so. Töte ich halt den PvP-Gott. Dann bin ich aber nicht mehr Platz 4, ich weiß. Aber ich meine, ich habe ja gesagt, wenn ich jemanden unterwegs treffe, dann ist das so. Oder es ist so ein verdammter Cheater. Ich meine, irgendwie muss er ja seinen Kill gekriegt haben. Also, wenn ich gleich einfach tot umfalle, wissen wir Bescheid. Na, guck mal, der ist da, wo ich gestorben bin. Gefahr? Schießt er auf mich? Willst du mich verarschen, Junge? Was ist denn das für einer? Wo ist der Kleine? Er hat mich angeschossen. Ja, jetzt kriegst du aufs Maul. Oh, ich glaube, die waren das. Ich glaube, der Server ist gerade kaputt. Nein, es waren Schüsse. Ich habe Schüsse gehört. 100 Pro. Da verzieh dich, Junge. Was bist du denn für einer mit deinem Stealth-Boy? Guckt ihn euch an, der PvP-Gott. Jetzt stirb. 4 Kronkorken. Der Wahnsinn.
Ich bin Platz 1. Besser als gar nichts. Okay, jetzt haben wir natürlich ein kleines Problem. Vier Kronkorken, der Wahnsinn. Der wollte mich töten, der hat mich auch fast getötet. Habt ihr das gesehen, wie viel Schaden der gemacht hat? Ich war da mit dem Stealth-Boy durch die Gegend. Der wollte mich töten. Der wollte mich töten. Ihr habt's alle gesehen. Der hat's auf mich abgesehen. Da hinten müssen wir hin. Gleich haben wir es geschafft. Also ich muss sagen, automatische Waffen haben natürlich ihren Vorteil. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wenn der hier in meine Richtung läuft, dann kommt Stefan zum Einsatz. Spiele auf den Dächern von Beckley Musik. Und noch auffälliger geht's nicht. Oh Scheiße, der kommt her. Wie schnell ist denn der? Eine Führungskraft! Der trifft mich nicht. Oh Gott, die waren zu zweit. Ach, der PvP. Der PvP-Gott. Deswegen war er der PvP-Gott. Stimmt, da habe ich ja was gemacht. Oh, ist das schön. Ich bleib liegen. Wenn ich liegen bleibe, kriegen sie mein Loot nicht. So, ich habe jetzt 10 Minuten gewartet. Ja gut, der ist jetzt da hinten. PvP-Gott. Mit dem Typen. Ach, haben sie meine Sachen vielleicht doch bekommen? Weil da steht nicht, hol deine Sachen zurück. Ja, nee, meine Sachen sind nicht hier. Schade. Naja, gut. Funktioniert also nicht, der Trick. Ich dachte, die bekommen die Sachen nicht. Schade. Naja, ist ja auch egal. Gut, Tötet euch. Junge, hau ab. Wir kümmern uns hier einfach um die Quest, scheiß drauf. Ich muss den jetzt nicht töten. Ich hab's jetzt nicht so nötig, Rache zu nehmen. So. Weil dass er seinen Kumpel geholt hat, finde ich schon ein bisschen armselig, ne? Ich meine, wenn er es nötig hat. Ah, guck mal, der PvP-Gott ist tot. Hast du gut gemacht. Hast du gut gemacht. Ich würde dir am liebsten überschenken jetzt, aber. Naja.
Oh, jetzt bin ich Platz 3. Ach Gott. Nicht, dass der jetzt aus Rache zu mir kommt. Okay. Okay, Dude. Nein. Nein. Komm her. Ist mir scheißegal, du mit deinem Nebel. Kannst du knicken. Scheiß auf deinen Nebel. Das geht mir auf den Sack. So sieht's aus. Na, hoffentlich kommt die nicht zu mir. Weil dann werde ich sie nach dieser Aufnahme auf jeden Fall jagen. So, Saul Scringers. Suche nach Spuren von Wolf. Aber erst möchte ich... Sonstiges, ne? Das können wir ein anderes Mal machen. Spuren von Wolf. Die sollen hier irgendwo sein? Ein Chemikalienanzug. Ah, hier in diesem Gebäude. Ah. Gunshop, ne. Auf dem Dach? Ah, ich sehe, was ihr von mir wollt. Dafür muss ich aber hier rauf. Dieses Rumgeschieße, das gefällt mir gar nicht. Nicht, dass die jetzt echt nochmal zu mir kommen. Einfach nur, um jemanden zu töten. Ach, da oben ging's. Nee, nee. Wie komme ich denn darauf? Ja, keine Ahnung, kann ich hier aufs Dach? Ja gut, dann ist das easy. Dann gehe ich einfach hier entlang. Ach da! Ich würde sagen, als nächstes machen wir auf jeden Fall die 10 mm noch ein Stück stärker, ne? Weil mit der 10 mm kann ich ja auch schon ziemlich krass reinhauen. Wenn ich jetzt noch eine Stufe 50 10 mm hätte. Oh, Junge. Was bist du denn? Ein Augenbot mit einem Krönchen. Ah, alles klar. Level 1. Wieso bin ich Stufe 2? Platz 2. Das gefällt mir gar nicht. Ich hasse es, auf der Karte markiert zu sein. Ich glaube, ich bin schon zu lange auf diesem Server. Ich glaube, der Server entleert sich langsam. Aber na gut, das ist eh meine letzte Folge für diese Woche. Von daher sollen die doch alle herkommen. Wir haben eh nicht viel Zeit. Ich mache nur noch kurz die Quest zu Ende und dann war's das. Guckt euch das an, wie die zeckt. Muss auf jeden Fall ein bisschen Munition dafür sammeln. Was ist das? Hört sich so ein bisschen nach Wendigo an, oder? Das kommt von da hinten.
Okay, gucken wir erstmal nach Notizen, bevor wir nach dem Ursprung. Was ist das und wo kommt das her? Ruhe. Hallo, Junge? Bist du das, Wolf? Protestschild, ich bin kein Roter. Okay. Wo kommt das her? Wo sind hier, wo sollen hier die Spuren sein? Ich hätte ja gedacht hier, aber. Und Stefoy. Den werde ich das nächste Mal auch nutzen, ihr Penner. Ich habe keinen Schrott. Okay, hier finden wir keine Infos. Spring ich hier runter. Hör auf mich zu schlagen. Bitte. Oh Gott, was machst du mit mir? Erschieb, Schatzkarte. Oh, ich hab's mir nicht angeguckt, scheiße. Sagt mir nichts. Wir müssen bald mal losziehen wieder, ne? Eines wunderschönen Tages. Okay, hier wird mich eh so schnell keiner finden. Hier bin ich recht safe. Ein Wecker. Ah, Kamerabox, das bringt mich alles nicht weiter hier. Wie er auch am Fenster stand, ne? Ach, von unten hätte man auch reingehen können. Ja, danke. Habe ich die nicht getötet? Waren da zwei Augenbots mit Krönchen? Oh, guck mal, hier ist eine Werkstatt. Stahlschrott. Kronkorken. Wow. Essen, Kristall, Öl, Wasser, Gold. Ja, Kristall vielleicht. Wofür auch immer. Ah, guck mal, dann. Wieso liegst du hier? Hat der Bot vielleicht getötet? Wir müssen jetzt nach Dinger suchen. Oh Gott, das Viech hat mich ja fast getötet. Ja, jetzt haben wir natürlich ein Piepen im Ohr. Kommt vor. Jetzt töten sie sich wieder gegenseitig hier. Bo Piep, bist nicht gekommen. Das sieht dir gar nicht ähnlich. Ich gebe dir einen Vertrauensvorschuss. Du warst nie jemand, der einfach verschwindet, wenn es nicht so gut läuft. Ich mache einen Spaziergang im Park. Vielleicht treffen wir uns ja. Wenn ich zurückkomme und du bist da, vergesse ich das mit dem verpassten Treffen. Und wenn ich da bin und du nicht, dann haben wir ein Problem. Hört sich an wie so ein Mafia-Boss. Dr. Rebecca Sarkowski, Psychiaterin, Patientengutachten für Bichet. Der Patient legt eine dissoziative Sicht
der Gesellschaft an den Tag. Er verfügt über überdurchschnittlichen Scharfsinn und hochentwickelte kognitive Fähigkeiten. Sein Vermögen, Kontext mit Hilfe von Stimuli zu erfassen, ist jedoch im besten Fall frakturiert. Patient weist Gemütsschwankungen auf, die auf eine Dysfunktion in interpersönlichen Beziehungen, Bindung zu seiner kontextualisierten Umwelt hindeuten. Was? Kurz gefasst, der Typ ist nicht ganz dicht im Kopf. Aber ich denke, das hätten wir uns auch alle denken können, ne? So, eine Sache müssen wir noch finden. Hier waren wir schon. Aha. Ja gut, das hilft mir jetzt wenig. Ach, hier, guck mal. Komm schon. Okay, der Hammer ist was anderes, aber gut. Oh, da liegt noch was. Persönliches Tagebuch. Eröffnungstag. Der Eröffnungstag ist da. Ich kann es fast nicht glauben. Die Farbe ist kaum getrocknet, aber wir sind tatsächlich bereit, Sandwiches an die Jungs zu verkaufen, die die Automaten in den Minen betreiben. Was sagst du jetzt, Dad? Du hättest doch nie gedacht, dass ich noch für irgendwas gut bin, als ich in der Mine aufgehört habe. Dieser Jefferson wird in einem tiefen, dunklen Loch zugrunde gehen. Du hast nie an meine Leidenschaft geglaubt, aber mir immerhin beigebracht, wie man ein klasse Sandwich macht. Jetzt müssen wir nur noch bekannt werden. Erster Monat. Was für ein Monat. Die Registrierkasse unten wurde schwer beansprucht. Grace hat uns den Allerwertesten gerettet, als sie die Bestellungen entgegengenommen und den Laden geschmissen hat. Es war der absolute Wahnsinn für uns beide, aber ich konnte nicht glücklicher sein. Dads altes geheimes Familienrezept ist der eigentliche Held. Wir haben die Cranberries fast schneller verbraucht, als wir sie ankarren konnten. Aber sie sorgen eben für dieses gewisse Etwas beim Geschmack, das die Kunden wiederkommen lässt. Ein Sandwich-Monopol in dieser Stadt zu haben, schadet natürlich auch nicht. Was für ein Witz. Ich hätte es fast nicht geglaubt, als ich sein Schild ein paar Schritte entfernt hochgehen sah. Papa Mo's Super Sandwiches. Zunächst einmal, wer zum Teufel ist Mo? Charlie hat noch nie einen Mo in seinem Leben, von dem ich weiß, zumindest nicht, als ich mit ihm ein Klassenzimmer teilte. Dieser Schleimer hat in seinem Leben noch nie einen ehrlichen Dollar verdient und er hat nicht nur den Nerv, einen Laden zu öffnen, sondern auch noch direkt gegenüber. Und nicht nur das, obendrein wirbt er auch noch für das Cranberry Sandwich. Aber er kommt gegen mein Rezept nicht an. Er wird zum Gespött der Stadt werden. Was geht hier ab? Seit 2 Jahren im Geschäft und nun jetzt den 2. Monat im Minus. Ich will mir nicht mal mehr meine Unterlagen ansehen, geschweige denn auf den neuesten Stand bringen. Ich habe so viel hier reingesteckt und doch ist es nicht genug. Was macht Charlie nur? Was tut er in seinen Sandwiches rein? Ich habe eins probiert und so schwer es mir fällt, das einzugestehen, es schmeckt besser als meine. Aber warum nur? Was macht er in die Soße rein? Was auch immer es ist, Bakley fährt voll drauf ab. Und kann gar nicht genug bekommen. Ich muss rausfinden, wo er seine Zutaten herbekommt, sonst bin ich erledigt. Nicht zu fassen, dass ich auf Chucklehead Charlie abfahre. Ein letzter Versuch. Grace ist weg. Ich kann's mir nicht verübeln. Kann sie sowieso nicht bezahlen. Hab seit Wochen nicht geschafft und ein Schuldschein wird die Miete nicht decken. Ich hätte sie natürlich gerne irgendwo anders als auf der anderen Straßenseite gesehen. Ich bin fast umgefallen, als ich sie gestern mit dem idiotischen Logo von Papa Mo erblickt habe. Das war's. Ich fahre heute Abend den Truck hinterher.
Ich weiß, dass er die Cranberries bringt, aber ich habe keine Ahnung, wo sie herkommen. Ich habe jede Zutat in seinem Sandwich untersucht und frage mich nur, welche Cranberry-Sorte er verwendet. Nuklear. Unglaublich. Charlie macht es wirklich. Er benutzt verstrahlte Cranberries für seine Sandwiches. Ich wusste, dass er schleimig ist, aber ich hätte nie gedacht, dass er so tief sinken kann. Ich konnte es nicht glauben, als ich den Truck in dem verlassenen Steinbruch im Moor sah. Strahlungswarnschilder überall und er fuhr mitten hindurch. Ein paar Stunden später kam er dann mit vollgeladenen wieder raus und fuhr dann zu Charlie. Es war schlimm genug, dass er mich aus dem Geschäft drängte, aber Bakley vergiftetes Essen zu geben, ist wirklich das Letzte. Ich kann es kaum erwarten, sein Gesicht morgen früh zu sehen, wenn ich ihn damit konfrontiere. Alter, ich muss auch verstrahlt sein. Ich kann schon nicht mehr lesen. Ein Schluck. So. Aufzeichnung. Ja, er hat Minus gemacht. Hauptquartier Relay Bravo. Bericht Nummer 61. Haku, hier ist Wolf. Habe die Operationsbasis in einen Laden in Bakley verlegt. Eigentümer vermisst, Angestellter vermisst, Kunden vermisst. Der Laden steht leer. Korrektur. Er gehört mir. Das Chaos in Bakley sollte Neugierige fernhalten. Wenn nicht, kann ich mich selbst um sie kümmern. Wolf Ende. Was geht denn mit ihm ab? Haku, Wolf. Black Sheep nach wie vor inkompetent. Meiner Einschätzung nach ist der Fortschritt ungenügend. Meine Einschätzung von Bobibs Handhabung des Falls ungenügend. Ich gebe Ihnen noch eine Chance. Letzte Demonstration in Kürze. Ich sende weitere Berichte. Wolf Ende. Bericht Nummer 63. Haku, Wolf hier. Beep hat es nicht zu unserem Treffen geschafft. Ich werde den letzten bekannten Aufenthaltsort prüfen. Hinterlasse meinen Bericht im toten Briefkasten in Levisburg. Brauche möglicherweise Verstärkung. Verweise auf nächsten Bericht. Wolf Ende. Wolf, Haku hier. Habe neue Informationen zur politischen Ermittlung im Fall Black Sheep. Eingriff konnte notwendig werden. Autorisierung gewährt. Vorsicht ist geboten. Haku Ende. Drehen die jetzt vollkommen durch? Die drehen doch voll am Rad, oder? Perläuglein? Was zur Hölle ist Perläuglein? Ist das hier irgendwas? Hier? Tolles Perläuglein. Kleidung? Diverses? Holos? Notizen? Schrott? Hatten wir schon, ne? Mods? Munition? Was zur Hölle ist Perläuglein? Hä? Ach da! Orte, Ziele. Ich kann ja nicht mal zoomen. Sind hier irgendwo Gegner? Eventuell kann ich damit Gegner finden, die in der Nähe sind. Muss doch irgendwo ein Gegner sein. Ob ich jetzt dadurch gucke oder nicht, ist vollkommen egal. Finde den Streifenwagen. So, ich weiß, die Folge ist eigentlich schon seit Urzeiten zu Ende, aber ich möchte dieses Perläuglein testen. Ich muss irgendwo Gegner sein. Ein Lebender.
Wenn das Gegner ortet, wäre das für PvP genial. Einfach mal hier was mitnehmen. Was? Untersuche das Schicksalsfeuer verschwundener Polizisten. Okay, das war noch ein bisschen spät dran. Ich check dieses Perleuchtlein nicht. Warum sind hier auch einfach keine Gegner in der Nähe? Weißt du, wenn du mal Gegner brauchst, sind sie nicht da. Komm schon, irgendwas. Tu mir das nicht an, Spiel. Aber ich hab nicht mehr genug Ausdauer. Ein Schnitt bis zu den Gegnern. Ah, okay. Das ist das, was meine 10mm auch kann. Na gut. Ich hab's verstanden. Aber meine 10mm kann wenigstens nebenbei noch schießen. Aber es ist ganz cool. Kannst halt so ranzoomen und dann. Ne? Aber ich meine, ich hab. Ja, gut. Kann ich eigentlich auf Favoriten setzen und dann gucken. Den Gegner markieren. Ja, ist eigentlich ganz praktisch. Ja, doch. Ja, doch. Na gut, Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder zu einer neuen Aufnahme. Haut rein, euer Zero. Tschüss.